Granitboden, Rocksalzboden. Das müssen theoretisch wieder drei Jobs machbar sein. Es dauert halt. Da ist wieder Floor, Floor. Zwei Beine. Zwei machen den Boden. Ist die Mauer da unten, die keiner bauen möchte? Die Weapon-Trap, wo ist die? Ich weiß jetzt nicht, welche Weapon-Trap das ist. Und nochmal hier unten wegen dem Moos gucken. Das lässt mir keine Ruhe. So, hier sind es immer noch fünf und der eine. Immer noch zwei Treppen grün. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da kann nichts sein. Hier nicht, da nicht. Dort sowieso nicht. Hier auch nicht. Aber immerhin wächst unser Cave Beat hier unten jetzt auch schön. Und noch ein paar Rocknuts. Moos, das weiß ich nicht, ob es mehr geworden ist, aber hier ist nichts reingekommen, da nicht. Da auch nicht. Und hier sind es wieder zwei, drei. Also aktuell tut sich in der Hölle, was Moos angeht, halt einfach gar nichts, ne? Ich will auch gar nicht wissen, wenn ich hier gucke, ne, wie diese One Evil Goo und so weiter, irgendwann Zwerge hier unten rumlaufen, die werden alle so kläglich an irgendwelchen Krankheiten sterben. Hier nicht, hier ist alles weggespült worden. Aber wenn sie die Gegend verlassen, nach dahin oder wohin auch immer, das wird einfach nicht schön enden. Noch einer fällig. Ich glaube, das wird dort nichts mehr, oder? Das ist dein Auftrag? Du sammelst eine Katze ein. Ja, dann sammel du mal eine Katze ein. Naja. Können wir hier nicht. Ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht noch abhaut. Und auch wieder keine Karawane, ne? Midsommer, keine Karawane, immer noch nicht. Dafür kommen immer mehr Forgotten Beasts. Oh, Cave 1, aber diesmal auf der anderen Seite. Das ist kacke. Auf was müssen wir aufpassen? Das heißt blind. Das ist aber nicht schlimm. Gift. Gift ist immer kacke. Gift ist immer voll scheiße. So, Dariad ist schon weg. hat er Glück gehabt. Im Gegensatz zu diesem Dariad hat der andere Dariad jetzt ein Glück gehabt. Weil der Soldat Dariad wird mit den anderen Soldaten, von die sich benannt haben, jetzt wahrscheinlich gleich in Giftdämpfe wagen müssen. Weil wir ein Forgotten Beast bekämpfen werden. Zwei sind schon mal da. Dariad ist mit dabei. Perfekt. So. Und Gift, die mit Gift kommt. Ihr habt es geschafft. Wir leben noch. Dariad ist gestresst. Gestresst. Hat ein bisschen was am rechten Ellenbogen. Sollte vielleicht mal verbunden werden. Ah, ne, wurde schon verbunden. Ah, der hat schon öfters Probleme gehabt. Okay. Ist eigentlich so gut wie nie krank. Das ist schon mal gut für Dariad. Was ist das an dich für ein Name? Den kann auch keiner... Der hat auch keine Probleme. Er braucht aber noch eine Diagnose. Warum auch immer er gerade jetzt eine Diagnose braucht. Weil es ihm vielleicht nicht ganz so gut geht. Du bist auch healthy. Braucht aber auch eine Diagnose. Und schon seit 6 Jahren wurde er nicht mehr irgendwann einmal von Nuri, bevor Nuri verarbeitet wurde, diagnostiziert worden.
Also drei Zwerge haben sich jetzt alleine drum gekümmert. Vorbildlich. Wirklich vorbildlich. So, wir erlauben mal die Leiche. Und hoffen mal, dass Dariat und so jetzt nicht an irgendeiner komischen Krankheit sterben werden. Ansonsten bauen wir hier unten einfach noch ein paar Särge mehr. Ist hier noch Platz. Noch irgendwo ein Sarg verboten oder nicht gebaut. Oh, hier liegen eigentlich noch Knochen rum. Nee, sieht gut aus. Dafür dreht ein Kind schon wieder durch. Ja, da, nie aufhören, das merkst du dann auch, ne? Nie aufhören, Grabstätten zu bauen. Man kann nie genug davon haben. Noch fünf. Perfekt. Das hatte ich jetzt noch nicht. Das hatte ich jetzt noch nicht. Noch irgendwas? Nö. Noch fünf Särge gleich bauen. Wir sollen hoffen, dass sie irgendwann ihre oben ihre komischen Böden mal gebaut kriegen. Kann ja nicht sein hier. Wo sind sie? Da, Flora. Oh, Bierstübel hat uns im Stich gelassen. Was macht der denn jetzt? Der soll arbeiten. Kelim schleppt irgendwelche Sachen durch die Gegend und Bierstübel schläft. Dass der sich nicht schämt. Wie kann er nur? Nee, er will schlafen. Er hat einen Liebhaber um fünf Kinder. Aber, ja, Liebhaber. Entweder. Okay, Bierstübel ist der Vater. Nee, die Mutter, der Vater. Bierstübel ist der Vater von Caleb. Wusste ich jetzt auch noch nicht. Dass wir welche Zusammenhänge wir hier so innerhalb der Zuschauerschaft haben. Mal bei Kehle mal gucken. Hat zumindest eine Mutter und Vater. Das heißt, warte mal, Edem, der Glassmaker. Ist jetzt, also das ist tot? Warum bin ich jetzt hier gelandet? Also das muss ich aber nochmal nachgucken. Warte mal, jetzt nehmen wir mal hier, so. Kehle. Caleb hat Edo als Mutter. Die es aber nicht mehr gibt. Wie heißt die jetzt? Edem Olonstuduk. Edem Olonstuduk. Edem gibt es nicht. Dann scheint dann wohnt die Mutter wahrscheinlich nicht hier. Weil sonst. Steht da nicht sonst, dass sie dann tot ist? Wie ist denn das jetzt bei toten Verwandtschaften? Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Kann jetzt sein, dass überall auch eure Verwandtschaft lebt. Der Onkel sitzt im Knast. Oh, Bierstuhl. Jetzt ist Bierstuhl auch noch besessen. Wir haben uns zu lange geguckt, was der hier anstellt. Das haben wir jetzt davon. Oh Gott. Bierstuhl ist jetzt noch besessen. Bierstuhl sollte doch nur. Following Bierstuhl. Wo ist denn der jetzt? Ich dachte, ich followere den. Hat ein Glas für uns angenommen. Ach, Kacke. I must have. Ich muss Holz haben. Tenet Heights. Leder. Holz. Steine.
Pflanzenkloss haben wir auch. Rohe Edelsteine. Rockblocks, weiß ich gerade nicht, müssen wir nachgucken. Rohrgrünglas. New Task, Greenglass. Das ist Raw Green Glass. Make Raw Green Glass. Machst du einfach mal drei Stück. So, jetzt geht das hier nämlich auch los, Phoenix. Sie haben auch gerade nicht alles, was sie brauchen. So, Green Glas wird hergestellt. Edelsteine. Wo ist mein Edelstein-Gedöns? Gambin. Da, Edelsteine. Die ungeschnittenen Edelsteine. Holz. Da haben wir Pilzholz. Da. Steine. Da. Oder da. Ist egal. Plantkloss. Hier. Massen. Rockblocks. Rockblocks könnte noch ein Problem sein. Stellen wir einfach mal welche her. Wo ist hier jetzt der Stoneworker? Add New Task. Rock. Block. Add Rockblock und mach einfach mal drei Rockblocks. Am besten setzen wir euch erstmal nach oben. Macht die mal zuerst. Prioritäten setzen. Genauso wie wir das hier mit dem Grünglas machen. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Sachen noch rechtzeitig fertig kriegen. Sand haben wir hier genug. Wir haben halt kein Rohr-Greenglas. Wir haben, glaube ich, Greenglas. So, hier Blöcke haben wir, aber uns nicht das Rohr, also den Glasklumpen. Die haben Glasbarren. Und Glasbarren wollen die nicht. Die wollen Glasklumpen haben. Mensch. Das müssen wir, das ganze Adamantium wird auch schon verarbeitet, ne? Was hier mal lag. Ja, machen Sie mal Artefakte draus. Nein, ist es nicht. Es kommt immer darauf an, gegen was du kämpfst. Am besten würde ich jetzt auch sagen, kannst ins Wiki gucken. Ich habe auch einen Bericht darüber, also auch ein Tutorial gemacht über die Waffen und so weiter. Du hast halt die Hieb-Stichwaffen, so wie Äxte, Schwerter, Speere und so weiter. Und es gibt stumpfe Waffen wie Hämmer, Maces und so. Und da kommst du darauf an, gegen was du kämpfst. Genauso wie es mit den Armbrüsten zum Beispiel. Untote zum Beispiel, denen ist es egal, ob du die mit einer Armbrust beschießt. Weil denen musst du mehr oder weniger den Kopf abtrennen, damit die wirklich tot sind. Und das ist mit einer Armbrust relativ schwer. Da kannst du 100, 200, 300 Mal drauf schießen. Und du kriegst halt nicht sozusagen das Stammhirn durchgeschossen, dass sie tot wären. Deswegen sind Armbrustschützen gegen Untote so gut wie nutzlos. Lassen sich aber gegen Untote gut trainieren. Wenn du mal einen Untoten einfängst und den als Trainingsziel benutzt, kannst du damit die Zwerge gut leveln lassen. Und dann gibt es halt Kreaturen, die aus Metall bestehen. Die tun sich zum Beispiel auch, die juckt es wenig, wenn du da mit einer Axt drauf haust, weil die Klinge dort nicht durchkommt. Während du halt mit einer stumpfen Waffe wie einem Hammer oder einem Mace da halt trotzdem Dellen reingeschlagen kriegst, so ungefähr. Außerdem hast du auch den Vorteil mit den stumpfen Waffen, dass du, wenn du zum Beispiel gegen Necromancer kämpfst, Necromancer beleben ja alles wieder, was sie wiederbeleben können. Ein eingeschlagener Schädel lässt sich schwerer wiederbeleben als ein abgeschlagener Arm. Mit Äxten und so weiter pflückst du die halt eher auseinander. Dafür lohnen sich die Spitzenwaffen oder die scharfen Waffen wie Äxte und so weiter eher gegen Kreaturen, die nicht gepanzert sind.
was viele Forgotten Beasts oder auch Dämonen angeht. So habe ich es jedenfalls gelernt bisher. Ist meine Erfahrung. Ein Wesen, das aus Dampf besteht, juckt es theoretisch auch nicht, wenn da eine Axt reinkommt. Wobei ich da auch sagen muss, ein Wesen, das aus Dampf besteht, dem sollte auch ein Mace egal sein. Aber Wesen, die aus Dampf bestehen oder aus Asche, lassen sich mit allem relativ einfach kaputt machen. Da brauchst du nur pusten. So ungefähr. Also es ist nicht egal, welche Waffe du hast. Man sollte sie anhand des Gegners wählen. Wenn du also in einer Gegend bist, wo du weißt, hier gibt es mehrere Totenbeschwörer, solltest du eher auf stumpfe Waffen setzen, weil du halt nicht möchtest, dass wenn Siege kommt mit einem Necromancer und deine Zwerge anfangen, den anstürmenden Zombies alle Arme, Finger, Hände, Beine und so weiter alle einzeln abzuschlagen, guckst du dich doof um, wenn jedes Einzelteil nachher vom Necromancer wiederbelebt wird. Dann sorgst du selbst dafür, dass du einfach von der Masse überrannt wirst. Da lohnen sich dann stumpfe Waffen eher. Ansonsten, ich habe meine Zwerge lieber mit Axt. Viele sagen, Zwerge müssen einen Hammer haben. Also, wie du das möchtest. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich erklärt. Kümmert sich da auch jemand drum? Also die Blöcke wurden hergestellt. Ja, das hab ich auch mal gemacht. Man kann auch einen Mace Squad dazu packen und sowas. Du schmilzt weiterhin Silber. Okay. Warum eigentlich? Schmelzen wir so lange Silber, bis wir einfach gewisses kein Silber mehr gibt? Haben wir irgendwie bei den Glassachen, haben wir sogar noch einen. Nee, der Einzige, der das machen kann, ist aber beschäftigt. Und du darfst das auch noch machen. Und der Koch, oh, dürfte es notfalls auch noch machen. Muss noch jemand hier, der Einzige, der Glas verarbeiten darf, sitzt hier. Das wäre wohl doof. Mach das mal. Perfekt. So. Jetzt hoffen wir, dass hier einer kommt. Das Rohr-Glinglas herstellt. Die dampft jetzt hier unten schon rum. Alter, das dampft einfach nur so. Es will einfach töten. Es ist nichts. Lerdi ist da und will einfach. Ich töte. Ich töte. Ist mir egal, ob hier was ist. Ich töte einfach. Boiling-Extrakt. Das dampft einfach, weil es so heiß ist. Blocking, Overlapping, Sekretion, also was, keine Ahnung. Nein, die kommt hier nur vorbei, um einmal rumzuwandern, wie alle anderen Viecher hier auch. Aktuell kommt hier keiner rein. Die Hölle ist safe. Sagt man auch eher selten, ja. Also, machst du mal, Bierstübel wird gerade ein bisschen grumpig. Überliegen hier Beutel rum. Überall. Alles voll mit Beuteln. So. Was kann man den ersten einmal fertig machen? Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas gedrückt oder bewegt, was ich nicht wollte?